Rund um Saint-Brache de Alportel stehen Korkeichen. Unten ist der Baum nackig, ohne Rinde. Und oben ist noch Kork dran. Und auf jedem Baum steht eine mysteriöse Zahl. Damit uns endlich mal jemand erklärt, wie aus der Rinde ein Korken wird, buchen wir eine Tour im Museum von Saint-Brache. Elio ist unser Korkspezialist. In the beginning of 20th century, the cork stoppers were made by hand and with a blade like this. Okay. The workers made cork cubes. Okay. And then they cut the sides, rounding and rounding, making it cylindrical. It took a long time. Nach 25 Jahren wird eine Korkeiche zum ersten Mal geschält. Die Qualität ist schlecht. Bei der zweiten Ernte, nach 34 Jahren, ist der Kork schon dichter, gut für Bodenbelege. Wenn der Baum 43 Jahre alt ist, wird die Korkeiche zum dritten Mal geschält und ist endlich reif für die Flasche. Korkeichen werden bis zu 20 Mal geschält. Dann ist der Baum knapp 200 Jahre alt. Elio fährt mit uns in den Wald und er zeigt uns die Eicheln der Korkeiche. Der Baum kann in trockener Gegend überleben, weil er, wenn er nur so groß ist, schon ein sehr tiefes Wurzelwerk hat. Alle 9 Jahre schält Korkbauer Florentino die Korkeiche. Wenn ein einziger Axthieb zu tief ist, kann er den Baum verletzen und der Kork verliert seine Qualität. Bis zu 60 Kilo Kork erntet der Bauer von einem einzigen Baum. Je nach Qualität bekommt er bis zu 200 Euro dafür. Nur am Stamm hat die Rinde eine gute Qualität. Oben bleibt sie dran. Diese Eiche schält er nur für uns. Der Baum ist unheilbar krank durch Pilzbefall. But they know what provokes that disease. It's the climate changes. Many years we have the floods, then we have the droughts, and the tree became stressed and weak, and it's easier to get infected. Ist die Eiche geschält, malt Florentino eine Null auf den Stamm. Die steht für das Jahr 2010. 2019 ist die Rinde dann wieder dick genug und darf erneut geschält werden. Zum Schluss noch die Initialen des Eigentümers Gomes Rodriguez, damit kein anderer die Ernte einfährt. Die Arbeiter holen die gesunde Rinde aus dem Wald und stapeln sie kunstvoll auf dem LKW, der die Rinde zur Weiterverarbeitung transportiert.